erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Viel Glück. Leute, Sie wissen, dass Sie sterben, wenn Sie hier bleiben. Aber glauben Sie, dass das eigene Stimmen geht? Los, beweg dich. Wir müssen die Letzten von Ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Drüben, das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Schon gut. Wir packen euch ein paar Sachen. Verdammte Bourgeoisie. Vorsicht! Letzter Aufruf! Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Hey, hier! Führt euch nicht vom Fleck! Hey! Stehen bleiben!
Scheiße! Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Lass uns zurück hier. Wir kommen später. Ist das überall so? Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Rein mit dir! Bleib da und sei ruhig! Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann! Das war dein Mann! Für den ist es aus, also... Oh, Gott! Ich kann doch nicht ohne ihn gehen! Halt Maul! Wo mal was von dich recht gehört, willst du etwa noch vor ihm sterben? Tut mir leid. Ich bin ansteckend. Geh doch. Ich mir besser. Hey. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Fühlt sich schön warm an, aber dieser Gestank.
Verschlossen. Alle hingerichtet. Du solltest nicht hier sein. Aber warum? Warum habt ihr das getan? Er war ein guter Junge. Sein Sohn ist hier, weil er Befehle gemacht hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Ratten. Ohne uns gäbe es hier nur Chaos. Ich sollte dich festnehmen, aber... Sowieso alle in der Hölle. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Ich könnte vielleicht einen der Gehängten von da oben runterholen. Das wird ein Festball dauern. Gut. Das klebt. Hier geht. An. Genug jetzt! Thank you.
ist da unter... Oh, nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an die Schriften. Ab Ignem, ab Kluge. Ah! Geräusch. Geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Die Universität. Na bitte. Weiter. Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Verschlossen. Wenn Melly jetzt hier wäre... Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Die muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Ach, nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Nur ein paar Münzen. Oh nein! Du hast doch irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu... Hey, was zum... Das wird dich lehren. Dann nicht sie weg hier. Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Ich frage, wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das
Das nennen wir Odorus. Oh. Wow. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es... bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen.